Ja, hallo, grüß dich. Hi. Ja, grüß dich, Max. Viktor, bist du das? Spreche ich mit Herrn Maluwurf? Wer ist denn da? Ja, mein Name ist Max. Ich rufe Sie wegen Ihren Trading-Systems hier an. Wegen was? Nimm mal das Mikrofon aus dem Mund. Ich kann dich nicht verstehen. Uns, noch nicht aktiviert war. Sprich mal lauter. Ich kann dich nicht hören. Wer ist da? Ja, was ist mit Ihrer Anmeldung hier passiert? Wer ist denn da? Hallo? Das ist ganz schlechte Verbindung. Wer ist da? Ich kann Sie perfekt hören. Ja, was für Ihr Ziel hier mit diesem Konto, Hans? Ich weiß immer noch nicht, wer du bist, aber ist egal. Ja, Sie haben sich mit dem Bitcoin-System hier angemeldet. Man stellt sich War vor, das Ihre erste Anmeldung? Wer bist du, habe ich gefragt. Jetzt schon 7-mal. Ja, ich habe mir das schon gesagt. Mein Name ist Max, ich rufe Sie wegen Ihren Kontos. Ja, sind wir schon beim Du oder warum stellst du dich mit Vornamen vor? Wieso nicht? Das hat was mit Respekt zu tun. Hast du nicht gelernt, als du Kind warst, oder? Mit Respekt? Haben Sie das verdient? Klar. Ah, wieso haben Sie das verdient? Weil wir uns nicht kennen. Das ist so ein grundlegender Respekt, den sollte man jedem Menschen bedingungslos entgegenbringen, oder nicht? Außer natürlich, ah, nein. Außer Respekt natürlich, verdienen Sie. Nein, Telefonbetrüger verdienen keinen genau. Respekt. Genau. Was war Ihr Ziel hier mit dieser Anmeldung? Dass du mich anrufst und ich dich aufnehmen kann für mein YouTube-Video. Aufnehmen für YouTube-Video? Ja, klar. Okay. Welches Kanal ist es? Kannst du eh nicht finden. Ah, weil es nicht existiert? Nee, weil ich es dir nicht sagen will. Du schreibst schreckliche Kommentare. Ja, natürlich, natürlich. Nee, das geht nicht. Ich brauche nur positive Kommentare, verstehst du? Genau. Auf ein nicht existiertes Kanal. Ja, das klar. Einbildung okay. Ist auch eine Bildung. Ich meine, bei dir hat das ja auch funktioniert. Perfekt. Und wie viel verdienst du die Stunde? Wieso ist Ihr Konto hier inaktiv? Hast du das gerade wirklich gefragt? Natürlich. Aber weil ich es noch nicht aktiviert habe. Wieso ist das? Bei dir ist Sirene, brennt das Gebäude? Ich habe Sie etwas gefragt. Ja, und bei dir war gerade Sirene, ich habe Angst um deine Sicherheit. Von wo rufst du an? Von Indien oder was? Hallo? Ja, ich warte auf die Antwort. Ich habe dich gefragt, ob du von Indien anrufst. Ja, ich habe zuerst etwas gefragt. Das ist mir egal, Ladies first. Okay, machen wir halt so. Was war die Frage nochmal? Wieso haben Sie Ihr Konto noch nicht aktiviert? Weil du jetzt erst angerufen hast. Ja, Sie haben sich aber gestern angemeldet. Oh, warum klatschen die Leute? Ist da wieder einer abgezockt worden? Entschuldigung? Gar nichts wird entschuldigt hier. Was genau hören Sie da? Ist alles okay mit Ihrem Handy? Ja, bei dir ist hinter Musik, die Leute klatschen, schreien. Nein? Doch. Lass mich raten, du sitzt alleine im Homeoffice und das ist dein kleiner Sohn, der gerade Fernsehen schaut, richtig? Nein. Sondern, das ist egal. Super seriös. Genau. Klasse. Und war das Ihre erste Anmeldung hier bei uns? Ja, klar, erst einmal. Und wie haben Sie sich angemeldet? Computer. Computer? Okay. Computer. War das ein Windows, ein Apple? Das, also ich weiß nicht, auf jeden Fall das Ding eine Computerstimme, verstehst du? Okay. Und was ist danach passiert? Und danach bin ich schlafen gegangen. Okay. Und danach? Bin ich arbeiten gegangen. Okay, was ist dein Job? Metzger. Und deiner? Und dann machst du das und was ist danach passiert? Danach bin ich nach Hause gegangen und habe mich in die Badewanne gelegt. Okay. Danach? Und danach habe ich eine Flasche Wodka getrunken und dann hast du angerufen. Danach? Weiß ich nicht. Das kommt jetzt darauf an, was bei diesem Gespräch noch passiert. Du hast doch bestimmt einen Plan.
Und was ist vor das passiert? Das habe ich dir gerade alles erzählt. Tut mir leid, wenn du nicht mitgeschrieben hast. Ich schicke dir nachher die Aufnahme, dann kannst du das anhören. Okay, und vor das? Und vor das haben wir die Niederlande angezündet. Wieso? Weil du davon, weil du daherkommst und deinem Volk Schande bereitest. Inwiefern? Weil du sitzt da und rufst die Leute an und erzählst denen Quatsch. Was kostet das bei euch? Wie ist das passiert? Erzähl mal. Wie ist das passiert? Mit Kampfflugzeugen vom Typ MiG-26 von der russischen Luftwaffe. Lang lebe Putin. Wieso? Weil er der Präsident der Russischen Föderation ist, darum. Wie ist das denn passiert? Staatsstreich. Ah, wo? So, der hat einfach die Verfassung geändert, der gute Putin. Jetzt ist er für Lebenszeit Präsident. Verstehst du das? Und wer ist dein Präsident, sag mal? Was bedeutet das? Musst du bei Google gucken. Entschuldigung? Musst du bei Google gucken, wenn du nicht weißt, was ein Präsident ist. Was bedeutet das? Dass deine Kuh irgendwo im unteren zweistelligen Bereich liegt, bedeutet das. Inwiefern? So wie ich das gesagt habe. Okay. Ja. Bitte erklären. Nein, ich bin doch hier nicht der Sonderschulbeauftragte. Bist du der Bruder von Herr Winkler oder was? Wie funktioniert das? Soll ich die Internetseite zeigen? Da kannst du das angucken. Inwiefern? Schreib mal auf www. Wieso? Mach mal die scheiß Musik aus, du Idiot. Wieso? Weil ich keine Lizenzrechte für GEMA bezahlen will, wenn das immer... Wann? Hallo? Roboter oder? Ah, da sind sie. Ja, ich bin hier. Ich habe gefragt, ob du ein Roboter bist. Du sagst immer dieselben Sachen. Wie meinen Sie? So wie ich das gesagt habe, bist du ein Intel oder bist du ein Apple? Bist du ein Macintosh oder hast du Android-Betriebssystem? Wie genau funktioniert das? Musst du dir den Finger in den Arsch stecken und umdrehen, dann klappt das. Und was passiert dann? Probier's aus, ich verrate es dir nicht. Okay. Und was meinst du damit? Was soll ich damit meinen? Ich wollte Geld verdienen, kannst du mir da helfen? Geld verdienen? Ja klar, du bist ein cooler Junge. Wo? Auf dem Mond. Was? Was? Ja, was meinst du damit? Weiß ich nicht. Was ist falsch gelaufen in deinem Leben? Wie meinst du? Nee, bist du als Kind irgendwie misshandelt oder geschlagen worden? Oder haben die dich in der Schule geärgert, dass du jetzt heute sowas machst? Oder was ist passiert? Wie meinst du das? So wie ich das gesagt habe. Tut mir leid, ich kann leider kein Niederländisch sprechen. Kannst du nur auf Deutsch erklären. Ah, okay. Do you speak English? Ich bin Russe, verdammt. Ich spreche nicht die Sprache von einem Kanzki. Okay, then you must speak English, for sure. So what exactly do you mean by that? Du musst Deutsch mit mir reden, du Depp. Sorry? Deutsch reden. Deutsch. What do you mean by that? Warte mal. Hallo? What exactly is that supposed to mean? Hallo? Hallo, wer ist denn da? How are you doing today? Oh, I'm good. How are you doing? Who's calling? This is Max calling. So what exactly happened there? I don't know. My boyfriend just handed me the phone saying there's someone speaking English. Why? Because he's not understanding what you're saying. May I translate for you? Can I be of assistance in any kind? Of course. How would that work? What do you need? How would that work? How would what work? That. Translating. Well, you tell me what you wanted to say and I will translate for him. Great, great. So how is he doing? He's doing fine, I think. Okay, what's he doing now? He's shaking his head. He's not understanding what you want from him.
Okay, how is he shaking his head? What do you want me to describe how he's shaking his head? That's kind of weird. Tell me what you need. Yes, of course. Explain it to me. No, why would I? Why not? Well, tell me what you need. Well, I need you to explain to me how exactly he is shaking his head. Why would you like to know that? It is very important in this situation. Are you the doctor? Of course, of course. Oh, I'm so sorry. So how is he shaking the head? Well, it's finished already. He just did it like 2 times. Mm-hmm. Uh-huh. Mm-hmm. In what manner? Well, from the left to the right, up and down, and then he went off to the kitchen. Mm-hmm. What's he doing there? I don't know. I can't see through the walls. Ask him. Can't shout through the house. The baby is sleeping. Oh, what baby? What do you mean by what baby? How many different kind of babies do you know? Well, what sort of a baby? A human baby. A human baby? You're a weird guy. What are you looking for? How does that work? Does what work? Babies. Did you use some of your medication yourself? Mm-hmm. How exactly do they function? Well, they function like we do. They just can't comprehend what they are doing. Why is that? Wait a second. Hello? Mm-hmm. Hello, this is Rakesh. Who am I talking to, right? How do they work? Hello, this is Rakesh. Who are you? How exactly do they function? You said similarly to us. Hello? What do you mean by that? Hello, sir. Do you hear me, right? Hello? Hello? Yeah, this is Rakesh. Who are you? Why are you calling? Yes, how exactly do they function? What do you mean by similarly to us? What are you talking about, right? I just came to the phone. Tell me, what do you want? What did you mean by that? I was asking, what do you need? Yes, I needed to know what you meant by that. I just talked to the phone. I don't know what you're talking. They don't understand what you're trying to tell them, right? Mm-hmm. Can you explain, please? No, I'm going to need you to explain that to me. What do you want to have explained to, right? Sir, please. Yes, exactly. What you meant by what you said? I said, hello, who is there? That's I'm asking to know who you are so I can talk to you, right? Mm-hmm. Okay. So I repeat, who are you? Who is who? You. You? Right. Okay. According so, how exactly does that work? Stop. According to the Mad Cow, excuse we are me? The same, right? Sorry? I said, according to the mighty, the holy cow, we are all the same, right? So you are mm-hmm. true. Are you How Hindu would that well? Function? Are you Hindu as well, right? How would that function? Well, you put the turban on, you go on your knees and you pray to the Ganesha, and she will accept your prayer, right? Do you want Who to is do that? Do you want to do over the phone, right, sir? Who is that? Ganesha? Mm-hmm. At the name of the holy cow, right? Okay. Okay. Would you How like does that work? Would you like to say prayer over the phone, right? How does that work? Well, you would have to go down to your knee, right, and repeat after me, and you will have the sacred pledging, right? Mm-hmm. Okay. Can you follow for me? Follow what? You know, go on your knee, right? Sorry? Please stand up and go down on your knees, right, facing the north side of the property. Go where? To the north side. What side? North, right? Where is that? Well, you put your pinky in the air, and then where the wind is coming from, that's the northern side, right? What? Yeah, that's like the survival trick, right? You can do it. You can just repeating and you bow down to the north, right? Do what? Bow down, like the praying, like the Japan guy do, right? Why?
Because you need the blessing of the holy cow. Your phone just went off, right? Blessing of who? The holy cow. Oh, who is that? Ganesha, I just told you. You are a very confusing man, right? Tell me what? What should I tell you, right? I don't know. What were you talking about? Are you stationed in a mental home by any chance? Where? A mental home. What is that? Forensic, right? How would that work? Is there anybody named Mimon Baraka in your crew, right? Any member? Who is that? You have to Google, right? It's a very, very prominent person, right? How come? He is doing the very good video, and we all love him. Doing a what? Very good video. Entertaining. Looking for Google, you can see the picture, you can see the YouTubing. Very good. Okay. Yes, yes. How is that? Just what I told you. You're a very stupid person. Told me what? Yes, I just told you. You are a very stupid person. How come? You're the criminal, you're the thief. You don't know how to talk properly. Neither in English nor in German. What does that mean? Exactly what I told you. Where are you located? Okay. Are you in Cyprus, right? Where is that? Oh, come on. Sorry? Oh God, sorry? How does that work, right? How does what work? Your method scheme over there. Can you read down your paper how you are trying to scam the people so I can write it down and do it myself, right? Paper? Right. Your script. Read it. Go ahead. Script? Yeah, your script, right. Okay, are you an actor? Yes. Oh, okay. How does that work? Just what I'm doing right now. Okay. Can you read down your script, right? Please do it right now. Oh, sorry, I'm not an actor. So what script do you have? Well, it's a script from another criminal call center, right? What is that? Oh, I won't tell you. It's business secret of your competitor, right? Okay. Okay. Who is that? T1 Markets. Okay. We hacking their computer and we're stealing the script. For $500 I can send you, right? Do you have PayPal? Okay. What is that? It's sending money, but you can also pay in Forex, crypto, Bitcoin, indices, right? Okay. Do you have Dogecoin? What is that? Do you have Dogecoin? What is that? Oh, come on. Stop acting more stupid than you are. What do you mean? Are you proud at yourself when you look in the mirror? Applaud? Oh, right. Sitting in the stinky call center all day ripping money off people and when you look into the mirror, do you feel fulfilled, right? Elaborate. It's a simple question. Are you proud of yourself? What do you mean by that? Exactly what I told you. Are your parents proud of you? When you go to the Christmas dinner and they say, oh, my son, what did you do this year? Well, I'm stealing money from old people. That's what I'm doing. Are they proud of you? Will you get a present or will they spit in your face, right? Why like that? Because it's disgusting, what are you doing? And every parent would be very disgusted, right? Oh, okay. Exactly? They would disown you and kick you in the ball sack if you have any, what I doubt. How would that work? Kicking you in the balls, right? Okay. Are you able to breathe by yourself or do you have like a personal assistant that's doing it for you? A what? A personal assistant, right? Atsubi. Oh, what are those? Oh, what are those? It's a year-old meme that you used on other people's shoes. You're like 10 years late, buddy. Shoes? What? Can you send me a picture of your shoe? Why? It's very attractive, right? Which shoe size do you have, right? Hello? What your shoe size, right? I couldn't hear you there. Can you hear me? No, I cannot hear you. Hello. Okay, great. So, how does that exactly work? Yeah, send a picture of your shoe, right?
So what time are you available tomorrow? All the day. Okay. We will have to postpone it then on Monday. Thank you though very much for your time. Hand me over to have your have a lovely day. Give me your manager. Bye-bye. Motherfucker. Was ein Trottel, Alter. Immerhin konnte ihn derzeit keinen abzocken. Und der Typ ist immer noch in der Leitung. Schreibt euch alle mal die Nummer auf hier, guckt mal hier, und dann machen wir schön DDoS-Attacken. Die Nummer nehmen wir heute noch runter. Und das Geile ist immer, dass die Idioten, die hier anrufen, 3,63 € die Minute bezahlen. Ich habe mir hier so eine Nummer geholt, wie wenn du so Sex-Hotline anrufst. Und wenn die hier anrufen, die bezahlen 3,63 € die Minute. Der Typ war jetzt 20 Minuten dran. Und legt noch nicht auf. Wir lassen das jetzt noch ein bisschen laufen. Die Kohle kommt rüber. Richtig schöne Sache. Ich kann hier mal ein paar Kommentare noch beantworten. Ne, ich glaube, nein, das war kein Araber. Das war ein Holländer, Freunde. Also von der Stimme her. Ja, wahrscheinlich auf Zypern. Markus, hast du recht, Zypern. Da hocken die meisten von den Kriminellen. Ja, der Typ ist bestimmt ein Computer. Wir müssen seine E-Mail-Adresse rauskriegen und ihm ein Virus schicken, da hast du recht. Ja, der Typ ist wie der Drachenlord, ohne Zweifel. Und verdient genauso viel Beachtung.